Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Eurotruck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Dies ist auch das letzte Video innerhalb der ersten Eurotruck Simulator 2 Eventwoche. Ich stehe hier in Breslau und wir gucken mal, welchen Auftrag wir jetzt hier annehmen können. Der Spezialauftrag ist: würde nach Chemnitz gehen, und da wir den Industriekondensator im letzten Video bereits gefahren sind, würde ich sagen, nehmen wir mal ein bisschen weniger Breite und mehr Länge und fahren dann einen Wärmetauscher mit der Länge 18 Meter mal 4,8 Meter Breite mal 5 Meter Höhe und insgesamt 70 Tonnen schwer. Die schwerste Ladung am letzten Tag der ersten Woche, am letzten Tag der Eventwoche und wahrscheinlich sogar auch die längste Strecke mit knapp 400 Kilometer, die es nach Chemnitz geht, für 20.250 Euro. Den Auftrag nehmen wir, da fahre ich dann jetzt mal eben hin. Schönes Ding, die Ladung. Du beabsichtigst einen Spezialauftrag auszuführen. Zwei Begleitfahrzeuge werden dich hierbei leiten. Sei vorsichtig und folge ihren Hinweisen und Vorschlägen im Route Advisor. Spezialtransporte wie dieser halten nicht an roten Ampeln und haben in den meisten Situationen Vorfahrt. Während solcher Transporte werden häufiger Wegpunkte angelegt, um deinen Fortschritt zu speichern. Richte besondere Aufmerksamkeit auf Folgendes: vermeide jeglichen denkbaren Konflikt mit den Begleitfahrzeugen und behalte die Fracht zwischen ihnen. Weiche nicht von der geplanten Route ab und suche keinesfalls Tankstellen, Rastplätze oder ähnliches auf. Beachte die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die durch das vordere Begleitfahrzeug sichergestellt werden. Achte auf überholenden Verkehr. Spurwechselmanöver. Das Manöver geht vom hinteren Begleitfahrzeug aus, das auf die vorgesehene Spur wechselt und sie blockiert. Das vordere Begleitfahrzeug wartet, bis die vorgesehene Spur frei ist und wechselt dann ebenfalls die Spur. Dann ist es sicher für dich, auf die vorgesehene Spur zu wechseln. Befolgst du diesen Regeln nicht, könnte dein Spezialauftrag scheitern. Ja, gucken wir uns das nochmal so ein bisschen hier von außen an. Sieht brachial aus. Denn wollen wir mal los und in Chemnitz werde ich dann höchstwahrscheinlich die vordere Beleuchtung. Okay, na klar, kann man nicht reinzoomen, also. Na. Diese vordere Beleuchtung, das, was hier die ganze Zeit blinkt, die werde ich wahrscheinlich dann einpacken, sicher schön verstauen im Truck selber. Und dann beim nächsten Spezialtransport so gesehen wieder rauspacken. Und dann geht es von Chemnitz aus im morgigen Video regulär weiter. Da werden wir dann, wenn wir dann in Chemnitz angekommen sind, werden wir dann nochmal gemeinsam schauen, wohin es eventuell dann von Chemnitz aus gehen kann. Im morgigen Video, sprich ab morgen, gibt es dann wieder in wöchentlichen Abständen Eurotruck Simulator 2 und nicht mehr jeden Tag. Na, kurz nochmal auf die Streckenführung gucken.
So, über Autobahn, über Autobahn. Görlitz ist sogar noch in Polen. Also wie es aussieht, fahren wir nicht durch irgendein Übergang, der das Ganze irgendwie die Streckenführung ein bisschen und die Strecken fahren durch keine Engpassage, keine Maut oder sonstiges. Was auch schon mal gut ist. Heißt, es geht gleich auf die Autobahn und dann über die Autobahn komplett nach Chemnitz. So ein Wärmetauscher war das, ne? Ja, Wärmetauscher, 70 Tonnen. Schwerste Fracht, bin ich mal gespannt, wie gut der Volvo damit klarkommt. 560 PS ist er, glaube ich, stark, wenn ich mich recht erinnere, oder waren das 520? Okay. Die goldene Mitte von beidem. Hier durch den Kreisverkehr durch. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. So, ich hoffe mal, dass der jetzt hier. Oh, fahr doch einfach. Schön, dass es sich jetzt hier einfach komplett gestaut hat. Los. Oh, weiter geht die wilde Fahrt. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Schön weit mittig. Damit wir noch gut rumkommen. Okay, ich halte mich sogar jetzt schon links. Okay, das ist schon mal gut. Dann muss ich mich nicht gleich nochmal links einsortieren. Gut gelöst. Und vom vorderen Begleitfahrzeug, dass wir direkt schon hier sind. Wo das hintere Begleitfahrzeug ist, ist schwer einzuschätzen. Ich hoffe mal, es ist hinter mir. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. So, wir schauen nochmal auf 40. Ich denke mal, wobei mit 40 kommen wir, glaube ich, hier nicht ganz rum, ne? Ich glaube mit 30 oder 35. Unmittelbar bevorstehender Routenabschnitt erfordert besondere Vorsicht. Ja. Ich kann mir auch denken, weswegen. Einfach, weil man sich teilweise auch hier auf die Seite legt, selbst wenn man nicht so eine Fracht mit viel Gewicht und einem hohen Schwerpunkt hat. Sogar schon in diesem Fall sogar hier krass hoch. Es hat auch ordentlich Gewicht, was der Volvo zu ziehen hat. Hügel hinauf. Da kann jetzt die Differentialsperre wieder deaktiviert werden. Und weiter geht die wilde Fahrt nach Deutschland.
das Gefühl, ich wollte noch was sagen wegen. Ah ja, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Genau. Also die nächste Eventwoche, die wird dann in. Boah. Wird dann wieder einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die nächste hier in Eurotruck Simulator 2 ist. Um genau zu sein, nach diesem Video wird die nächste Woche beginnen in. Muss ich jetzt mal kurz rechnen. Nein, das muss ich noch darauf rechnen. Wir sind jetzt gerade beim 32. Video hier von der Staffel. Sprich, in 18 Wochen oder 19 Wochen besser gesagt, beginnt dann die nächste. Ja, sprich, das dauert noch ordentlich. Also ein roundabout 4,5 Monaten. Würde dann die nächste beginnen, es sei denn, irgendwie, es kommt, führt noch dazu, dass ich ein paar mehr Videos von Eurotruck Simulator 2 bringe. Innerhalb der Staffel. Wohl bemerkt, also ich plane, mehr Eurotruck Simulator 2 Videos noch zu bringen. Allein wenn die. Wenn das Iberia-Ziel draußen ist, wird es einiges an Videos auch geben. Ich muss mir nochmal das alles notieren, was ich da noch hatte, im Kopf hatte, weil. Hier. So wie ich mich kenne, werde ich das bis dato dann irgendwie nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, was jetzt alles genau war und dann das Gefühl haben, dass ich was vergessen habe. So. Ich weiß nicht, ob Campbells Byte schon ausgeschildert war. Bitte rechts halten. Oha, jetzt lädt sie aber ordentlich nach. Fahre ich doch gar nicht so schnell. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, mache ich doch. Oh Gott, jetzt weiß ich, was hier mit eng gemeint ist. Oha. Oha. Das ist echt. Eine enge Kiste und dann leckt das auch noch so schön. Naja, ein bisschen Platz ist ja noch da. Das passt ja alles. Es war eng, aber das passt. Es ist gut zu wissen, dass es passt. So, wunderbar. Ab auf die nächste Autobahn, auf die E40. Und jetzt wird die Endziffer hier auf dem HUD-Navi. Ja, ist die E40. Chemnitz ist, glaube ich, noch nicht ausgeliefert, genau, ausgeschildert. Und wenn doch, dann habe ich es einfach nicht lesen können. Schön, wie jetzt gerade beide Spuren dicht gemacht werden. Dürfte. Ist das ja schon der. Nee, der Grenzübergang, der kommt noch. Weil ich mich erinnere. Das ist einfach nur eine normale. Normaler Rastplatz, wo man auch schlafen kann. Warum werden wir jetzt wieder so langsam? Das ist doch nicht notwendig. Eigentlich. Oder ich sehe einfach die Notwendigkeit nicht. Das kann natürlich auch sein. Aber sag mir nicht, das hintere Begleitfahrzeug ist jetzt wieder ewig meilenweit entfernt. Nee, gut. Ich dachte schon. Bei dem kann man ja nie so sicher sein, ne? Ich spreche mittlerweile schon aus Erfahrung. Also, ja, das ist doch eigentlich ganz passend. So, das letzte Video unter der.
innerhalb der ersten Eventwochen Euro Truck Simulator 2 ist dann auch sogar das längste höchstwahrscheinlich. Sowohl von der Streckenlänge als auch von der Videolänge her. Und auch die schwerste Fahrt. Also eigentlich genau passend. Okay, offenbar geht es hier nochmal 55 km pro Stunde hier über diese Abschnitte, Landstraßenabschnitte. Ich habe scheinbar, obwohl ich 60 fahren dürfte, habe ich scheinbar für das vordere Begleitfahrzeug mit 60 ein bisschen zu eilig. Warum auch immer. Ging ja nicht mal bergab sogar. Und ich habe trotzdem Zeit gut gemacht. Komisches Hin und Her. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil es hier so eine enge Passage ist. Immer geradeaus. Und er halt auf beiden Spuren fuhr. Beiden Spuren. Ja, ich glaube, das passt, glaube ich. Mensch, jetzt müsste ich mir eigentlich sogar noch mal was drin. Oh. Ey. Okay, passt. Okay, Dresden ist ausgeschildert. Da fahren wir auch gerade hin, Richtung Dresden. Safe, der hat sich als Fische gemogelt, oder? Nee, okay. Sah nur so aus. Bitte links halten. Schön weiter geradeaus Richtung Dresden auf der A4. Oh, auch nicht schlecht. Ah, ich wollte. Ah, die Lichter waren ja sogar an. Never mind. Die Lichter, die waren ja sogar schon an. Oh. Meine Güte. Jedes Mal aufs Neue. Wie ein richtiger Brake-Check auf Doom. Kette des Brake-Checks war das jetzt gerade wieder, ey. 151 Kilometer nach Dresden. Schön, denn 1,40 ist ja auch Deutschland ein bisschen weiter ausgebaut, Vanilla-mäßig. Ja, war ja was. Eine super Vorbeifahrt. Genau, und dann wird es auch wieder so wie in dieser Eventwoche laufen, dass ich den Truck mehr oder weniger unberührt lasse. Vor allem was Leistung betrifft, vielleicht unberührt lassen. Ich werde zwar dann noch im nächsten Video die eine oder andere Anpassung nochmal machen. Aber die hatte ich ja sowieso vor. Also, dass ich einmal die Lackierung, dass ich es umlackiere, da es ja dann nicht mehr spezialtransportmäßig ist, sondern dann einfach ein normaleres Design für den Truck, einen normaleren Paintjob für den Truck nehme. Und dass ich den Hintern vom Truck nochmal ein wenig verändere. Denn da wollte ich ja nochmal das andere ausprobieren. Wie das so ist und wirkt. Und wird dann mit dem wahrscheinlich auch erstmal wieder komplett normal weiterfahren. Egal, ob es mir jetzt gefällt oder nicht, weil das werde ich ja eh nicht allzu häufig sehen. So, wir sind jetzt bei Görlitz. Ey, der Witzke ist jetzt hier wieder am Ruckeln, aber es geht noch weiter geradeaus nach Dresden, Richtung Dresden. Und dann weiter nach Chemnitz.
dickes, dickes Uff. Ah, da hinten ist auch der Boden geladen. Da reinzoomen aber. Game-Abschluss incoming. Lass uns loslegen. Hätte ich mal bloß nicht das gecallt, dass das alles hier abschmiert noch. Schauen, ob ich es jetzt an Görlitz vorbeischaffe. Dann ja, wahrscheinlich wieder ordentlich einen Weg zurück. Ja, doch, geht eigentlich. Mal gucken. Vielleicht muss ich dann gleich nochmal speichern, wenn ich bei Görlitz bin. Safety first und so und so, also sicher ist sicher. Weiß ich aber, dann speichere ich glaube ich eher wieder beim Grenzübergang, weil diese paar Meter jetzt noch. Diese paar Meter kann ich auch nochmal neu fahren. Behaupte ich jetzt einfach mal. Hoppala. So, ich versuche mal hier mit 40 lang zu fahren. Vielleicht hat es dann mehr die Chance, das nachzuladen. Wäre ja super. War doch, glaube ich, so, dass ich bis hin gekommen bin, ne? Ich kann mich schon mittlerweile gar nicht mehr erinnern. Weil ich jetzt wieder lange gebraucht habe, um hier reinzuladen. Aber nee, ich glaube. Hier so weit war ich noch nicht gewesen. Aber wunderbar, es hat aufgehört zu laggen. Dann kann ich jetzt auch wieder beschleunigen lassen auf 60 km pro Stunde. 100, der war gut. Nein, nur 60 km pro Stunde. Mehr darf ich nicht fahren. Mit den Wärmetauschern mit den 70 Tonnen hinten drauf. Und ab durch den nächsten Tunnel. Noch 200 Kilometer bis Chemnitz. Dann fahre ich halt ein bisschen mehr hier mit ich, ne? Wenn es denn enger wird. Ich habe das Gefühl, ich muss schon wieder unterschalten auf 55 Kilometer pro Stunde, weil ich einfach zu viel Geschwindigkeit gerade aufbaue. Auch was jetzt gleich wieder bergauf geht. Ein bisschen nochmal nachbremsen lassen und jetzt macht die Schwerkraft eh den Rest, dass ich hier gleich wahrscheinlich noch mit 40 hochkrieche. Wobei der Hügel jetzt nicht ganz so steil ist. Hatten wir schon steilere Sachen in dieser Woche. Beim Rasthof, der in der Oberlausitz. Beziehungsweise bei Rasthof Oberlausitz. 177 Kilometer noch. Ich fahre mal ein bisschen mehr rechts, damit man auch überholen könnte, wenn man möchte. Und auch den Mumm hat es zu tun. Und wieder den nächsten Hügel hoch. In den Heuballen vorbei. Weiterhin relativ riesiges Wetter. Dabei ist es auch echt schon echt spät, echt zeitig.
Wird schon langsam an der Zeit, dass ich langsam hier fertig werde, damit ich zumindest noch ein bisschen was geschnitten bekomme. Haben wir jetzt aktuell gerade für mich Sonntag 19 Uhr. Morgen kommt dann das erste Video in der, von der Woche raus. Bisher gammelt es gerade auf der Festplatte rum und wartet darauf, geschnitten zu werden. Aber bevor das passiert, hatte ich alles aufnehmen wollen noch. Alle Videos von der Woche. Denn ich hatte so ein bisschen was vorgehabt. Ich weiß nicht, ob ich das im Endeffekt hinbekommen habe, so wie ich es mir vorgestellt habe und so weiter und so fort. Aber naja. Ihr werdet ja mittlerweile schon lange das gesehen haben, ob ich es geschafft habe oder nicht. Wenn ich es nicht geschafft habe, jetzt einen Trailer zu machen, dann kann ich euch hiermit sagen, ich habe eigentlich vorgehabt, einen Trailer zu machen. Wenn nicht, dann rede ich gerade vom Trailer, dass ich halt alle Aufnahmen schon von den Touren haben wollte, im Kasten haben wollte, bevor ich erst den Trailer mache, um danach das richtige Video zu schneiden. Weil es umgekehrt vielleicht schlauer gewesen wäre, aber weil es macht eigentlich gar keinen Unterschied, sagen wir es mal so. Aber es würde mehr Sinn ergeben, wenn ich jetzt das andere zuerst machen würde, aber naja. Das eine Video soll halt ursprünglich, soll halt vor dem ersten offiziellen Video rauskommen, deswegen mach's halt doch wiederum, ein bisschen zwieschneidig. Zwieschneidig vor allem, ein bisschen zweischneidig. Aber naja, wenn es geklappt hat, dass es einen Trailer für diese Woche gibt, dann für diese Eurotrucks Marathon 2 Eventwoche, dann umso besser. Jedes Mal aufs Neue. Ein Abenteuer hier. Ich sehe dann noch niemanden. Aber scheinbar kann ich jetzt. Ja, mache ich doch wohl nicht. Da bin ich auch so auf die Bremse gekommen, obwohl ich gar nicht auf die Bremse drücken wollte. Ich wollte eigentlich Gas geben, aber okay. Okay, auch in Ordnung. Dann muss ich mich halt jetzt noch langsamer hier hochkämpfen. Aber wir sind schon gerade bald bei Dresden. Wir sind bei Dresden Altstadt. Also ich werde ordentlich Sprit verbraucht haben hier, ne? Denke ich mal. Weil hier passt ja viel mehr rein als in dem Mac Anthem, also gefühlt. So eine Tour, dann ist ja der beim Mac Anthem schon alles verbraucht an Kraftstoff. Sieht ja beim Volvo jetzt eh weniger aus. Gut, der Volvo, der ist ja. Wobei, nee, ich glaube, ich habe gar keine zusätzlichen Tanksätze mit eingebaut. Ne? Ich habe, glaube ich, immer noch das Standardfahrwerk genutzt. Also, ich hätte noch mehr Tank haben können, sagen wir es mal so. Also ich Rundumleuchte oben auf dem Trailer, auf dem Truck werde ich auf alle Fälle beibehalten. Die werde ich nicht rausnehmen, aber halt nur die Front. Warnblinker. Nur die werde ich, wie gesagt, abbauen und eintüten und dann fürs nächste Mal wieder rauspacken. Für die nächste Tour, die werde ich immer mit mir führen. Falls mal ein lukrativer Auftrag vorbei. Jede Auffahrt dasselbe Spiel. Abbremsen, vielleicht sogar komplett auf Null.
Chemnitz ist nicht dunkel. Chemnitz ist nicht ausgeschildert. Haben wir es im Osten Deutschlands auch schon mal aufgedeckt und werden dann, wie gesagt, im morgigen Video dann auch vom Osten aus die Reise fortsetzen. Da kann es natürlich sein, dass es wieder mit Anführungszeichen wieder zurückgeht, je nachdem, was der Auftrag sagt. Aber das werden wir gleich nochmal sehen. Könnte es halt wieder Richtung Russland gehen, es kann aber auch Richtung Italien gehen, es kann Richtung Frankreich gehen, es kann Richtung Spanien gehen, es kann Richtung Dänemark und Norwegen und so weiter wieder gehen. Mal gucken, werden wir sehen. Da ist jetzt mehr als... Ja, da ist alles möglich. So, Gott. Formulierung wieder hier on point. Gefühlt bin ich jetzt auch echt schon mittlerweile so nach 5 Stunden ungefähr. Wo ich jetzt on- und off-mäßig hier gerade wieder am Aufnehmen bin. Ein bisschen mehr Matsch als sonst. Hier steht... Einfach nochmal... Und Chemnitz ist jetzt ausgeschildert. Auf der A4 fahren wir jetzt einfach weiter. Sind ja nur noch 56 Kilometer, sprich wir sind auch so gut wie da. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass dieses Video kürzer ist als erwartet. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es wieder so eine Stunde lang wird oder anderthalb, boah, eine Stunde 20, so bei 400 Kilometer. Und dann noch die ganzen engen Passagen, die wir hatten, aber offenbar... Habe ich es einfach nicht unterschätzt. Ist dann vielleicht doch nicht das längste Video. Who knows? In dieser Woche. Aber zumindest glaube ich die längste Fahrt auf jeden Fall. Weil waren ja eigentlich immer nur 250, 300, 350 Kilometer. Jetzt nochmal ein bisschen mehr obendrauf. So, jetzt sind wir sogar schon beim Kreuz Chemnitz. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, da muss ich jetzt nachbremsen. Retarder ist, wie gesagt, nicht der Beste, um mich wirklich komplett runter zu bremsen. Da muss ich schon wieder auf rechts halten, die Bremse drücken. Ausfahrt rechts nehmen. Schön hier mit dem Graffiti. Ausfahrt rechts. Bei der Unterführung. Hier wieder eine breitere Ausfahrt. Aber es ist mir schon mal gut, obwohl ich sagen, dass ich jetzt hier den Tempomat ja auch manuell verändern kann während der Fahrt, ohne dass ich jetzt die Geschwindigkeit in den Tempomat deaktiviere, um ihn wieder zu reaktivieren. Was ich bisher ja immer so gemacht habe. Und jetzt wieder den Berg hinaufkämpfen. Ich denke mal, ich gehe schon mal runter auf 50. Da wir jetzt auch gleich innerorts sind. Das Gute ist, dass ich jetzt gerade sehr langsam fahre. Das heißt, Chemnitz hat mehr als nur genügend Zeit, um sich aufzubauen. 1000 Liter noch im Tank. Oder 1100 besser gesagt. Jetzt schalten wir noch mal ein bisschen enger. Die Ausfahrt wird wieder spannend werden. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Mache ich doch gerne. Die Ausfahrt rechts. Ja, das geht ja wahrscheinlich so mit. Ah, 40 ist viel zu viel.
demnächst links ab. 30 ist passabel. Und dann geht's links ab, also Richtung, Richtung nach links Zwickau. Ab. Wir jetzt ab. Halt ich mich jetzt links schon oder rechts? Erster Aufenthalt in Chemnitz. Okay, ich halte mich jetzt so eine Mischung aus beidem, weil es ja gleich nach links rüber geht. Aber das vordere Begleitfahrzeug ist noch nicht angepeilt hat. Vielleicht sperrt er auch die Straße, ich habe keine Ahnung. Warum fährt er denn jetzt? Links halten und dann links abbiegen. Achso, weil ich jetzt hier über Rot rüberfahre. Da war ja was. Ich hoffe, das hintere Begleitfahrzeug kommt jetzt auch noch rum. Ja, mit voller Wucht. Schaden auf der Fracht? Nee, zum Glück nicht. Habe ich ein bisschen zu vorzeitig eingelenkt, weil ich die Befürchtung habe, dass das hintere Begleitfahrzeug nicht hinterherfährt und es dadurch dann wieder scheitert. Wunderbar. Nochmal auf den gewartet, den Kollegen. Und dann geht's weiter. Zum Glück nicht mein Auflieger. Ansonsten wäre das jetzt auch bares Geld, was wieder flöten gegangen wäre. Demnächst links abbiegen. Dann biegen wir demnächst links ab. Nach links ab. Das ist schon jetzt der Fall. War jetzt ein bisschen spät. Hier endet What? Es. Okay. As if. Als ob ich hier durch soll. Aber gut, passt ja scheinbar. Von daher alles in Bulle. Da kann ich jetzt auch gleich nicht wieder nachorientieren, weil er da so schön steht. Aber das scheint ja gut zu passen. Wobei wahrscheinlich nicht, ich muss wahrscheinlich nochmal nachjustieren. Überhaupt hinten. Würde hinten auch passen, okay. Das Fahrzeug steht halt so bescheiden. Ui, wunderbar, hat ja gepasst. Auch wenn es ein bisschen eng war, aber gut. Dann lade ich mal diese Fahrt auch ab. Ausgezeichnet, Spezialtransport erledigt. Gefahrenstrecke 392 Kilometer.
Dauer 12 Stunden 43 Minuten, Verbrauch der Kraftstoff 319 Liter. Insgesamt gab es dafür 20.245 € und 987 Erfahrungspunkte. Dann hoffe ich mal, dass es in Chemnitz eine Werkstatt gibt. Dann würde ich mal einfach zu der Werkstatt kurz fahren. Und dann schauen wir in Chemnitz nochmal kurz, bei der Werkstatt nochmal kurz gemeinsam, wohin die Reise im morgigen Video höchstwahrscheinlich gehen wird. Ich wollte schon gerade sagen, ich komme jetzt ernsthaft jetzt genau deine, wo ich herkomme, und jetzt fing es an zu laggen. Das war ja schon ein bisschen weird. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Das wäre hier. Demnächst rechts abbiegen. Dann biegen wir jetzt hier rechts ab. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Und dann sind wir auch bei der Werkstatt und auch bei der... Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Nachtruhe. Wenn man so will, hier steht nochmal ein schöner Scania. Und dann schauen wir mal, wohin es im morgigen Video höchstwahrscheinlich geht. Von Chemnitz aus werden wir dann sehen, ob es wirklich so ist. Aber höchstwahrscheinlich geht es höchstwahrscheinlich... Das ist jetzt eine gute Frage. Nach Ungarn oder nach Weißrussland? Das sind halt beides... Wir würden halt mehr für den Ölfilter kriegen, ne? Aber der läuft halt auch gleich ab. Die laufen beide ab, die Aufreger. Also werden wir... Das wird eine Überraschung werden, wohin es als nächstes geht. Ja, ich hoffe, dir hat die ganze Eurotruck-Simulator 2 Eventwoche gefallen. Ich hoffe, dir gefällt das Konzept. Gerne Vorschläge und Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Eurotruck Simulator 2 Video wieder, was dann morgen normal rauskommt und dann halt wieder in regelmäßigen Abständen, heißt, jeden Montag wird es jetzt wieder regulär Eurotruck Simulator 2 geben. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Eurotruck Simulator 2 Video.